Es gibt einen Fan, der auch ganz oft hier ist, der sagt immer, der Hitzfeld, der hat überhaupt keine Taktik und im Fußball geht es nur um Taktik. Und wir haben kurz auch diskutiert darüber, wie viel Fußballer selber von Taktik verstehen und ich möchte jetzt gern wissen, was das für ein Spielsystem ist. Stefan? Das Rautenspiel, oder? Das ist Rautenspiel. Also ich denke mal... Ist nicht Halmer. Nein, ich denke mal, die obere Linie bedeutet, dass... Umso näher man zum Tor kommen soll, umso brenzlicher wird es auch und die Gefahr, einfach da ein Tor zu schießen. Das Tor steht in der Mitte und umso näher man zum Tor kommt, umso gefährlicher wird es. Alles klar? Haben wir verstanden. Thorsten, was ist das? So was, ne? Ja. Ein System von 1954. Ja. Mit 8 Verteidigern oder 7 und 3 offensiven Spielern. Ja, kein Mittelfeld. Gut. Mich hat das echt immer interessiert, ob nur die Zuschauer über Taktik reden oder auch die Fußballer. Und ich habe immer wieder das Gefühl, dass Fußballer relativ wenig über Taktik nachdenken und relativ wenig über Taktik reden. Stimmt es? Mannschaften, die gut stehen, die haben auch, glaube ich, eine gute Taktik. Aber Taktik gibt es in der Defensive wie auch in der Offensive. Und man muss einfach Spielzüge auch einstudieren. Man kann nicht einfach immer nur ins Spiel gehen, ohne zu wissen, wo man letztendlich hinlaufen soll. Aber ich glaube... Taktik, entweder bringst du der Trainer bei oder gar nicht. Also Spieler machen sich da nicht selber so Gedanken darüber. Ja, genau. Und manche Trainer bringen es einfach gar nicht bei. Thorsten, wie machst du das? Ja, ich habe mein System und das wissen meine Spieler. Ich denke mal, ein guter Trainer hat ein System und wird das auch immer durchbringen, wird versuchen, die Mannschaft dahin zu bringen, ja, die richtigen Laufwege halt zu vollbringen oder zu laufen. Und dass wir dann dem Gegner unser Spiel aufdrängen. Aber der Otto Rehagel hat immer gesagt, ja, modernen Fußball spielen. Was heißt modernen Fußball spielen? Modernen Fußball spielen heißt gewinnen. Ja? Und er hat mal ein Spiel, hat er gesagt, er hat versucht, modernen Fußball zu spielen, hat 3-0 verloren. Dann ist er in die Zuschauermenge gerannt und hat den Fans gewunken, da haben sie mit Blumen geschmissen, hat er gesagt. Nur da waren die Töpfe noch mit dran. Ja? Also... modern Fußball spielen, hat er immer gesagt, heißt Spiel gewinnen. Er hat bei der EM damals, als er die EM gewonnen hat, hat er mit Libero gespielt, was man eigentlich überhaupt nicht mehr spielt und trotzdem hat er die EM gewonnen. Ich hätte mein Haus und Hof darauf verwettet, dass er niemals die EM gewinnt. Also Fußball kann immer wieder neu, keiner hat den Fußball erfunden. Ihr seid ja nicht nur legendär gewesen in den 70ern, weil ihr viele Pokale geholt habt, sondern weil ihr auch schön gefeiert habt immer, oder? Oder durftest du nicht mitfeiern? Ja, ich habe schon mitgefeiert, weil dafür war ich ja eigentlich da. Weil als Reservespieler hast du nichts zu tun. Also da gehst du genauso um die Häuser und bei uns war es noch ein bisschen leichter. Wenn du zurücklegst, 40 Jahre, da war es noch nicht so streng und noch nicht ganz so impulsiv wie jetzt. Wir sind, ich weiß noch, Donnerstagabends sind wir meistens nach dem Training um 3, 4 in die Stadt rein, nach Schwabing, Kaffee trinken, Pilzkneipe. Bis in Nacht um 3, Take 5 und so. Und dann sind wir heim und am Freitag in der Früh sind wir ins Trainingslager. Das nennt man dann Konditionstraining. Richtig. Bloß erwischen haben wir uns nicht dürfen, weil wir wurden auch damals schon kontrolliert, abends um 10 Uhr mal zu Hause sind. Tatsache. Ja, aber zum Glück bin ich ja Gaukler geworden und habe das bloß 5 Jahre mitgemacht. Also somit habe ich ja gut aus der Fähre geholt. Sperrst du deine Spieler jetzt ein in Ingolstadt? Nein, überhaupt nicht, weil... Erstens mal arbeite ich mit erwachsenen Leuten zusammen und nicht mit kleinen Kindern. Und ich denke mal, wenn jeder weiterkommen will in seinem Leben, dann soll er auch danach leben, dass er, ja, er muss sich ständig hinterfragen, kann ich nicht was besser machen, um weiterzukommen. Und heutzutage muss man topfit sein im Profibereich und da kann ich nicht großartig um die Häuser ziehen. Und das wirkt sich einfach auf die Leistung aus und da gebe ich eigentlich Eigenverantwortung und sage ihnen einfach, ja, wie schön die Bundesliga ist oder ja, um sie da, ich will vorangehen mit einem guten Beispiel. Und Vorbild sein und nicht sie von hinten halt anschieben müssen und sagen, ihr müsst das so machen, sondern ich will ein gutes Vorbild sein, vorangehen und zeigen, wie schön es doch ist, in der Bundesliga Fußball zu spielen und da eigentlich Eigenverantwortung zu geben und nicht jedem sagen und kontrollieren, wann er ins Bett geht. Das muss jeder selber wissen, wie weit er kommen will. In deiner Zeit gab es doch einen Trainer, war das nicht sogar der Cik Czajkowski, der hat irgendwie die gesoffen haben, dann im Training gegen die Nichttrinker spielen lassen und dann haben die eigentlich noch relativ besoffen waren, 5-2 gewonnen und hat er gesagt, sauf zweiter Burschen, oder? So war das doch. Ja, nicht ganz so, aber er hat es schon mitgekriegt, weil er war ein harter Trainer, der Cik. Und der hatte schon in der Früh um 10 Uhr, wenn er gemerkt hat, dass du ein bisschen müde ausschaust und ein bisschen noch gewackelt bist, dann hast du ein paar Runden laufen dürfen, gell? Man sieht ja oft, manche spült dann so nach oben, die schlagen zu und dann kommt die Situation, dass sie Konstanz zeigen müssen und dann
gibt es ganz viele Namen, die man kurz mal hört. Hui, 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 der wird der neue Wahnsinnstar und dann ist er weg. Woran liegt es? Ja, dass sie oft zu früh verheizt werden, junge Spieler, dass sie denken, sie wären schon irgendwas, weil sie bei Bayern München irgendwo spielen. Ich habe auch da immer schwere Bedenken mit dem Toni Kroos, der natürlich ein Riesenfußballer ist, aber man hat es ja gesehen an Sebastian Deisler und so weiter, wenn die mit 18 schon so hochgejubelt werden, können sie damit natürlich auch nicht immer umgehen. Das ist gar nicht mal die Schuld von dem Jungen, aber wenn du immer, ja, wenn du hier reinkommst als ehemal als Schweinsteiger oder so, der noch mit 18 irgendwann dann hier reingekommen ist und die Leute sagen, bitte setz dich, Fink, du hast 4 Jahre nicht mehr gespielt, zieh du ab und lass den jungen 18-Jährigen da rein und ich habe 370 Bundesligaspiele, dann ist es für so einen Jungen schwer, auch das ja, zu verstehen und da auf dem Boden zu bleiben. Da musst du schon sehr bodenständig sein und auch ja, charakterlich eigentlich gefestigt sein. Und das ist oft das Problem, wenn man jemanden mit ganz, also in ganz jungen Jahren verheizt. Das, damals auch Lars Ricken, der in der Champions League ein entscheidendes Tor geschossen hat, bei Borussia Dortmund, den du aber dann nie mehr gesehen hast, weil er eigentlich nicht mehr richtig beißen konnte. Ja? Die Besten sind immer die, die sich nach oben beißen, die klein anfangen und dann irgendwann langsam nach oben kommen. Das ist, denke ich, die beste Entwicklung.